Camping boomt. Alle träumen von der großen Freiheit. Urlaub unter freiem Himmel. Bleiben, wo es schön ist. Weiterziehen, wie man Lust hat. Ob im Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt. Mittlerweile sind 10 Millionen Menschen in Deutschland bekennende Camper. Doch wie sich zurechtfinden in dem großen Angebot? Jetzt bei Wir werden Camper. In Kirchhundem im Sauerland wohnen Tino, Yvonne und Samia Gittel. Für den nächsten Urlaub hat sich Tino etwas ganz Neues ausgedacht. Er möchte seine Familie fürs Campen begeistern. Campen fand ich persönlich schon immer schön und entspannend. Yvonne muss sich an den Gedanken noch gewöhnen, denn auf so viel Platz wie hier im Wohnzimmer wird die Familie wohl oder übel verzichten müssen. Eigentlich ist das nicht so nur unser Ruheraum. Ja, unser Wohnzimmer ist auch unser Spielzimmer, wie man sieht. Mit ausreichend Platz im Vergleich zum Campen natürlich ja. Halt. Ne? Da gibt es keine Couch, sondern eher die guten Klappstühle. Kein Balkon, kein Doppelbett und keine Badewanne. Wird Yvonne all das im Urlaub vermissen? Ich gehe mit gemischten Gefühlen da rein, weil ich ja eigentlich überhaupt nicht so die Camperin bin. Meine Freunde und so, die können sich das auch alle gar nicht vorstellen. Vor 20 Jahren haben sich die Erzieherin und der Ingenieur kennengelernt. Urlaub? Immer im Hotel. Gerne auch all-inclusive. Von Bali, Mallorca, Kos, Griechenland, also wie gesagt, so die warmen Länder alle. Mexiko auf Hochzeitsreise, da haben wir auch viel gesehen. Als vor 9 Jahren Tochter Samia auf die Welt kam, entdeckten Tino und Yvonne die Nordseeküste für sich. Für ihre Tochter lässt sich Yvonne auf das Campingabenteuer ein. Samia findet das ganz spannend. Das ist schon für jedes Kind, denke ich mal, aufregend. Und mal was woanders schlafen und draußen vor allen Dingen. Und ja, ich glaube schon, dass sie auch aufgeregt ist und sich aber auch riesig freut. Anders als ihre Mutter ist Samia kein absoluter Campinganfänger. Mit ihrer Tante hat sie schon einen Urlaub im Wohnwagen verbracht. Ja, also das Schöne ist halt, dass man sich nicht immer so schnell fertig machen muss, dass man auch mal im Schlafanzug Brötchen holen kann und so. Es steht also fest, dieses Jahr geht es auf den Campingplatz. Doch Camping ist nicht gleich Camping. Wohnwagen oder Wohnmobil, Zelt oder Caravan. Die Möglichkeiten sind riesig. Ein Wohnmobil, ein Wohnwagen, das ist natürlich schon Luxus, sag ich jetzt mal. Wenn ich da unsere Verwandten, Bekannten höre, die haben jedes Jahr das Problem, zu Saisonende dieses Gefährt einfach irgendwo unterzustellen. Ein Faltkaravan ist kompakter als ein Wohnwagen, aber... Bis das Ding steht, bist du 2 Stunden am Rumbasteln. Nee, ich glaube, das ist nichts für uns. Nach längerer Suche im Netz entscheiden sich die Gittels für ein Dachzelt. Aber die meisten sind mit einer Standardliegefläche von maximal 1,40 Meter zu schmal für 3 Personen. Schließlich finden sie doch etwas Passendes. Oh, das gefällt mir. Das hier, ne? Das ist toll. Das wird sogar, boah, das wird richtig zu unserem Auto. X-Cover heißt das. 2 Meter 10 mal 1,90 Meter, das wäre natürlich das perfekt. Das wäre toll. Jedenfalls Platz für 4 Personen. Mhm. Ja, natürlich nicht ganz günstig, aber... Preislich liegen Dachzelte zwischen 800 und 4.000 Euro. Ich meine, er sucht natürlich auch immer die schönsten Sachen aus, was mir natürlich dann auch gut gefällt. Aber ich muss auch immer ihn schon mal ein bisschen zügeln, wenn es ums Geld geht. Die entscheidenden Kriterien für den Dachzeltkauf? Die Liegefläche soll mindestens 1,60 Meter breit sein. Es soll sich zügig aufbauen lassen und nicht allzu teuer sein. Bei 3.000 Euro liegt die Schmerzgrenze. Das Traumdachzelt der Gittels kostet 3.300 Euro. Das passende Vorzelt knapp 800 Euro. Zu viel. Im Internet finden Sie auch gebrauchte Zelte. Hier lässt sich ordentlich sparen. Ein altes Schätzchen, das würde mich, glaube ich, schon stören. Also wir gucken schon, was neu ist vielleicht und ein Schnäppchen ist. Die Suche lohnt sich. Tino und Yvonne finden ihr Traumzelt. Gebraucht, inklusive Vorzelt, für 2.800 Euro. Das ist schon teilweise sehr interessant, was die Leute anbieten. Teilweise neuwertige, ungebrauchte Sachen und bis zu 50% des Neupreises kann man da einsparen. Das macht Spaß, ja. Tino hat eine Idee. Das Dachzelt soll nicht aufs Autodach, sondern auf einen separaten Campinganhänger. Dann könnten sich die Gittels das ständige Be- und Entladen sparen. Der Anhänger sollte einmal auch zum Jeep passen, rein optisch. Das Dachzelt muss drauf, er sollte Stauraum haben, eventuell eine Küche oder irgendwie sowas. Also sollte ja im Grunde genommen ein Wohnwagen im Mini-Format werden. Doch auch Geländeanhänger sind teuer.
Voll ausgestattet liegen sie zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Selbst für Gebrauchte zahlt man rund 5.000 Euro. Tinos Idee? Einfach selber einen umbauen. Was, warum ist da so ein Waschbecken denn da drin? Das war eine Hotdogbude. Eine Hotdogbude? Ja, Hotdogbude. Oh nein. Kaffeemaschinchen drauf, Waschbecken. Knapp 500 Euro zahlt Tino für die ehemalige Hotdogbude. Generell ist beim Kauf von gebrauchten Fahrzeugen im Internet Vorsicht geboten. Nie blind kaufen oder in Vorzahlung gehen. Knapp 3 Monate schraubt Tino am Anhänger. Mit einem neuen Stahlträger ausgestattet, sieht der Anhänger heute fast so aus wie neu. Also wie man vielleicht sieht, hier war das Waschbecken. Das musste ich halt ausnieten. Dann habe ich ihn nochmal komplett zerlegt, nochmals abgedichtet. Die Klappen, die habe ich ja komplett selbst angefertigt, weil es diese Bemaßung, die gibt es so gar nicht. Deswegen musste ich mir alles selber anfertigen, von den ganzen Klappen. Gut, Scharniere sind Zubehör und Griffe. Das hat halt auch, das war alles sehr, sehr zeitintensiv. Und jetzt ran an die Innenausstattung. Der letzte Schritt. Dann kann auch der Anhänger auf Campingtour gehen. Pascal Schalapski weiß, wie sich Fahrzeuge zu Campingmobilen umrüsten lassen. Jeder hat ja bestimmte Anforderungen ans Campen. Der eine möchte in seinem Fahrzeug schlafen. Jemand anderes benötigt eine Wasserversorgung, eine autarke Stromversorgung, eine Kühlbox. Und wir wählen dann aus vielen verschiedenen Modulen, die wir dann größentechnisch ans Kundenfahrzeug anpassen. Eine voll ausgestattete Campingküche wäre für die Gittels perfekt. Aber was gibt es auf dem Markt und was kostet so eine Küche? Das wollen die Sauerländer heute erfahren. Hallo. 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 Ich wollte mich dem erkundigen. Und zwar, ich habe da ein Projekt vor. Ich baue mir einen Offroad-Trailer. Cool. Und am liebsten würde ich da eine Küche einbauen. Ja, dann seid ihr ganz genau richtig. Stauraum ist für die Gittels besonders wichtig. Eine Kühlbox und ein Wasseranschluss. Der Experte zeigt der Familie, wie man all das auf kleinstem Raum im Fahrzeug unterbekommt. Schnappen uns diesen Duschschlauch mit Dusche. Kann man sich auch selbst mit abduschen. Ich wollte gerade sagen, schön lang. Hier an der Seite ist ein Knopf, den drücken wir einfach. Und oh, ist das Wasser. Oh. Na, richtig. Ja, toll. Power. Ja, astrallend. Wie sieht das aus, wenn ich jetzt zum Beispiel spüle und ja, Wasser hier drauf kommt? Die Oberfläche ist genauso wie die Oberfläche bei euch zu Hause in der Küche. Ja. Ja, das ist also wie die Arbeitsplatte, ja, in der Küche, ja, ist. Das ist kratzunempfindlich, das ist wasserfest, das ist hitzebeständig. Neben dem Wasseranschluss interessiert sich Tino auch für eine Kühlbox. Hier im Angebot Modelle zwischen 500 und 1.500 Euro. Zusätzlich empfiehlt der Fachmann eine autarke Stromversorgung. Im Grunde ein Akku, der sich auf allen herkömmlichen Wegen aufladen lässt. Ich kann laden über ein Solarpanel. Ich kann auch laden über den Zigarettenanzünder während der Fahrt. Okay. Ich kann aber auch über Landstrom, also ganz normale Steckdose, laden. Mhm. Tino muss beim Umbau seines Anhängers an eine ganze Menge denken. Das haben sich die Gittels leichter vorgestellt. Auf Strom und fließend Wasser wollen die Sauerländer aber auf keinen Fall verzichten. Wo liegen wir denn da preislich, so ungefähr in dieser Kategorie? Grundsätzlich haben wir eine Preisspanne zwischen 1.000 Euro und 10.000 Euro für große Systeme. Konkret in diesem Fall schätze ich sowas zwischen 3.000 bis 4.000. Mhm. Wirklich frei geschätzt, je nachdem, was wir jetzt da reinpacken. Ja, klar, natürlich. Nicht ganz billig. Auch wenn gebraucht, haben Dachzelt, Anhänger und sein Umbau bisher 5.000 Euro gefressen. Ist die Küche noch im Budget? Sprengt schon unser Budget. Also 4.000 Euro für so eine Küche. Ich weiß nicht, vielleicht kriegt man sowas ja auch gebraucht. Ich halte die Augen offen, beziehungsweise, ja, genau, durchforste das Internet. Das ist gut. Ob ich da in der Hinsicht irgendwas günstiger, ja, erwerben kann. Und tatsächlich, Schnäppchenjäger Tino hat erneut zugeschlagen und die Campingküche, die er sich im Laden angesehen hat, gebraucht gefunden. Für 1.300 Euro. Ein Glücksgriff. Ich konnte eine neuwertige oder fast neue Küche gebraucht im Internet schießen. Und das hat jetzt wirklich so viel Glück. Es war in ein Fahrzeug installiert, was der Kofferraum bzw. hatte die Abmaße dieses Anhängers. Und deswegen passte das jetzt oder passt diese Küche hervorragend jetzt in diesen Anhänger rein. Das war ein reiner Zufall, kann man nicht anders sagen. Tino hat an alles gedacht und seinen Anhänger mit einem Akku, Steckdosen und einem Landstromanschluss versorgt. Alles selbst gemacht und deshalb günstig. Anhand nur der einzelnen Bauteile, sage ich jetzt mal, kann man ungefähr sagen, 3.500 Euro habe ich gespart. In 2 Wochen wollen die Gittels in ihren ersten gemeinsamen Campingurlaub aufbrechen. Ihr Ziel?
der traumhaft gelegene Campingplatz Holländischer Hof in Senheim, direkt an der Mosel. Vor dem Start fehlt noch etwas ganz Entscheidendes. Das Dachzelt. 7 Tage vor der Abreise ist es endlich da. Bevor es losgeht, muss es natürlich getestet werden. Hierfür hat Kumpel Thorsten seine Hilfe angeboten. Das Zelt muss auf dem Hänger montiert und auf dem Träger fixiert werden. Der musste hier auf den, ich sag jetzt mal, Anhänger zugemünzt werden. Also das ist ja kein Standardmaß, sage ich jetzt mal. Da konnte ich keine 0815-Träger nehmen. Bei der Montage ist Maßarbeit gefragt. Tino verschraubt das Zelt so, dass man es jederzeit wieder abmontieren könnte. Und das wird sich noch bezahlt machen. Wunderbar. Ja, wie hast du das denn vorgestellt? Du brauchst ja schon mal eben irgendwo eine ebene Fläche auch, oder? Ja gut, wir wollen ja nicht da drin schlafen. Das ist ja quasi, ich dachte mir, anhängen, rausfahren, dann drücke ich den hier zurück und klappen wir hier auf. Tino und Yvonne haben das Zelt gebraucht gekauft und noch nie aufgebaut. Ganz schön riskant. Heute wird sich zeigen, ob es wirklich noch top in Schuss ist. Das Ankuppeln des Anhängers klappt mit Kumpel Thorsten schon mal problemlos. Yvonne, guck dir das an, das ist hinterher dein Part. Oh, okay, das muss ich mir gut merken. Ah. Genau. Okay. Sieht schick aus, oder? Ja, ja, sieht gut aus. Mhm. Haben wir die Stangen noch unten? Nee, die habe ich hier. Ach so. Familie Gittel hat sich für ein Klappdachzelt entschieden. Beim Aufklappen spannt sich das Zelt von allein. Hier, warte mal, Papa. Mit zusätzlichen Stangen werden die Seiten des Zeltes so auf Spannung gebracht, dass bei Regen kein Wasser ins Innere eindringt. Das geht doch ganz, ganz schnell. Das ist immer echt stabil, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Nach wenigen Minuten darf Samia das erste Mal Probe liegen. Ja, komm ruhig hoch. Und? Ist ganz toll hier oben. Ehrlich? Gefällt's dir? Ja, das ist ja schön. Versuch mal, ob du das aufrollen kannst. Meinst du, das schaffst du schon? Das Zelt auf dem Dach ist nur die Schlafkabine. Der dicke Zeltboden ist gleichzeitig die Matratze. Anders als bei herkömmlichen Zelten. Viel Platz gibt es nicht. Ob das auf Dauer nervt? Wir werden sehen. Ja, es ist bestimmt eine Umstellung. Vor allen Dingen mit dem Umanziehen, mit dem Aufräumen. Wer zuerst vielleicht morgens aufsteht oder wer zuerst reingeht, es ist schon eine Umstellung, denke ich mal. Oder wirklich, wenn einer mal schlechte Laune hat, dass man da auf engstem Raum zusammenhängt. Aber zur Not kann man auch eine Runde über den Campingplatz mal gehen und ein bisschen Abstand nehmen. Und ich denke, dann sollte das schon klappen. Ja, doch. Zum ersten Mal aufgebaut. Dafür haben wir jetzt echt schnell. 5 Minuten oder 10 Minuten, keine Ahnung. Also sehr gut, Papa, meinst du? Schön so. Richtig gemütlich, also kann man sich dran gewöhnen, glaube ich. Und jetzt bei dem Wetter, also herrlich. Alle Hindernisse beseitigt. Die Gittels sind startklar. Bei dir ist es, glaube ich, schon ein paar Tage her, dass du mal gezeltet hast, oder? Generell, sage ich jetzt mal. Also es wird schon eine Premiere. Die Sauerländer packen die letzten Taschen ins Auto, bevor ihr einzigartiges Campinggespann das erste Mal getestet werden kann. Ach, ist doch Platz genug. Platz satt. Können wir gleich einsteigen. Jetzt fehlt nur noch der Campingkühlschrank. Den gab es beim Kauf der gebrauchten Küche dazu. Das ist ja unser erster Ausflug sozusagen. Und wir haben jetzt alles einfach eingepackt, was wir denken, dass wir es da vor Ort benötigen. Ob das jetzt die richtige Wahl war, das werden wir sehen. Die Taschen der Familie passen alle in den Jeep. Für das Campingzubehör bleibt Platz im Anhänger. Die Herausforderung? Jede Lücke perfekt nutzen. Das Vorzelt, Unterlegkeile, Feuerlöscher, auch ganz wichtig. Der kleine Grill, Gaskartuschen, ja. Mehr Platz hat man halt nicht, das ist das Problem. Bei so einem kleinen Camper wohlgemerkt. Es kann endlich losgehen. Auch Yvonnes Mama verabschiedet sich von den Neucampern. Noch ist sie skeptisch. Ist das für ihre Tochter wirklich das Richtige? Tschüss. Ja, tschüss. Mach's gut. Tino, tschüss. Macht's gut. Erholt euch ein bisschen. Bis Samstag. Ja, alles klar. Tino, der besorgt alles, der macht alles. Aber Yvonne ist ein bisschen pingeliger. Campen und im Hotel wohnen ist natürlich ein Unterschied, wohl? Bin ich ja mal gespannt, was sie sagt nachher. Fix die Stützen hochgeschraubt, den Anhänger an die Kupplung und die drei können starten. Ja, alles dran, wir können los. Von Kirchhundem geht es Richtung Rheinland-Pfalz. 3 Stunden Fahrt liegen vor den Gittels. Jetzt bloß aufs Tempo achten. Bei dem selbstgebauten Gespann ist bei 100 Stundenkilometer Schluss. Schneller darf Tino nicht fahren.
ja, er ist so ein bisschen, man merkt so ab und zu schiebt er so ein bisschen, aber nicht zu gravierend. Das Ziel der Sauerländer? Sennheim an der Mosel. Entlang der Weinberge gibt es zahlreiche Campingplätze. Und das Schöne? Die meisten von ihnen liegen direkt am Wasser. Ich glaube, am Campen, da gibt es so eigentlich kein Traumziel. Ich glaube, da kann jeder Ort zum Traumziel werden. Das Abenteuer beginnt auf dem holländischen Hof. Seinen Namen verdankt der Platz seinen niederländischen Betreibern. Hier haben die Gittels trotz hoher Nachfrage noch einen freien Stellplatz bekommen. Das nennt man Glück. Denn für die Hauptsaison gilt eigentlich, frühzeitig buchen. Also wunderschön. Die Fahrt war schon schön, man konnte schon viel sehen. Aber das ist ja jetzt schon hier, der kleine Eindruck ist schon richtig toll. Wir sind gespannt, was noch kommt. Schön, also gefällt uns schon gut. Der Platz direkt an der Mosel lockt Gäste aus ganz Deutschland an. Die meisten Camper kommen aber aus Holland. Logisch, dass sich auch im Minimarkt die holländischen Klassiker finden lassen. Der Niederländer Mario Hermsen führt den Campingplatz seit 20 Jahren und weiß, was seine Landsleute an der Region schätzen. Es war traditionell, Mosel war sehr durch holländische Gäste und niederländische Gäste besucht. Aber wir merken schon seit 3, 4, 5 Jahren, dass viele deutsche Gäste ihr eigenes Land wiederentdeckt haben. Und dann entdecken, wie schön Mosel ist und wie schön man hier Fahrrad fahren kann, Mountainbiken, Kanuen. Und das spricht auch die jungen Gäste an. Also wir merken, dass viele junge Familien auch den Weg zu uns gefunden haben. Wie ist Ihr Name bitte? Gittel. Okay. Die praktische Auskunft Campingplatzordnung. Mhm. Dann habe ich für Sie Prospekt, wie wir WLAN anbieten. Mhm. Und ganz wichtig bei uns unser Unterhaltungsprogramm, das wir sowohl für Kinder, aber auch für Erwachsene anbieten. Sie dürfen da gerne aufbauen und wir kommen dann gleich vorbei für den Stromanschluss. Die erste Herausforderung, den Stellplatz finden. Gar nicht so einfach für Tino. Das heißt, wenn das jetzt die Straße da runter ist? Da, vorne ist er, bei den Stromkasten. Ja, ist es aber. Ja. Ja, ist toll hier. Wunderbar. Dann müssen wir den nehmen. 45, dann muss das 2,45 sein. Ja, ja, genau. 2,45 hier. Ja, das ist er. Ja, wenn wir von da hier reinkommen. Der Eingang, wenn wir drehen würden, genau, dann wäre hier der. Genau. Wenn wir den jetzt hier so gerade hinstellen. Beim Aufbau sorgen die Gittels für reges Interesse und einige erstaunte Gesichter. Vieles geht ihnen nicht wirklich leicht von der Hand. Ja, das reicht so. Das haben wir hier. Das alleine? Ja, das ist gut, das ist der. So, jetzt müssen wir müssen mal schauen. Wir müssen nur andersrum drehen, oder? Das Auto können wir das eigentlich parken? Oder? Ja, müssen wir ja. Würde ich sagen. Wir müssen den drehen, den Anhänger, Tino, ne? Das meine ich ja, weil es klappt nämlich jetzt hier rüber, also müssen wir es einmal drehen. Müssen wir andersrum drehen. Sag mir, was ich dir helfen soll, wenn was zu helfen ist, aber meistens muss der Tino das machen. Ja, man muss den natürlich jetzt so stabil wie möglich aufstellen, weil wenn man jetzt in das Zelt reinkrabbelt, der soll ja nicht wackeln wie so ein Ochsenschwanz. Der Anhänger steht, aber irgendwas stimmt nicht. Tino und Thorsten ist bei der Montage des Zelts ein grober Fehler unterlaufen. Das Dachzelt ist falsch herum montiert. Ja, folgendes, die Klappe, die ich denn da installiert habe, die geht zu dieser Seite auf. Und aktuell geht ja halt auch der Eingang auf dieser Seite. Und wenn das Vorzelt jetzt noch hier vorkommt, kommt wahrscheinlich die Klappe mit dem Vorzelt da im Konflikt. Und um das zu vermeiden, drehen wir es mal vorsichtshalber. Und dann sollte das alles eigentlich ganz gut passen. Das Dachzelt wiegt rund 55 Kilo. Helfende Hände wären nicht schlecht. Entschuldigung. Hallo. Ich muss jetzt 2, 3 Leute suchen, die mir einfach helfen, das obere Zelt einfach um 180 Grad zu drehen. Das müssten wir gleich einmal drehen. Ja. Einmal anheben. Geht's? Okay. Ich mal anheben schon. Alles gut. Es war ja keine große Aktion, das jetzt umzudrehen. Und er macht es jetzt gleich fest und dann war es das 10 Minuten Aufwand und nee, alles gut. Das Dachzelt ist schnell aufgeklappt. Hier sitzt jeder Handgriff. Den Aufbau hatten die Gittels zu Hause ja ausgiebig trainiert. Guten Tag, hallo. Die Gittels bekommen den Stromanschluss zugewiesen. Hier bloß nicht unachtsam werden. Alter Schwede, wow. Okay. Die sind dazu. Alles gut. Hat gezündet. Ja? Mhm. Oh, wir haben ja auch Zeit. Mach langsam. Das Dachzelt aufzuklappen ist einfach.
Das Vorzelt haben Yvonne und Tino vor dem Urlaub aber noch nicht getestet. Da wird der Aufbau schon komplizierter. Raus. Jetzt komme ich mal nach vorne. Jetzt brauche ich eine Stange, bitte. Hast du gesehen, hinter mir? Kritische Blicke von nebenan. So ganz richtig sieht das nicht aus. Wird das auch so? Ah, los, los, gut. Was, ja. Muss sie halten? Ja. Ja, jetzt. Ja, mir ist schon sowas durch den Kopf gegangen, dass alle gucken oder die Nachbarn oder man fängt schon an zu schwitzen. Ich merke das schon so innerlich, dass das, es geht natürlich alles schneller, aber es soll ja perfekt sein. Der drückt ganz schön nach vorne. Ja, das ist eine riesige, eine wahnsinnige Fläche. Das ist ein Segel. Oh. Ja, hier ist ja in der Nähe ein Hotel. Nein, Scherz, nee, ich habe keine Angst beim Gewitter, also es macht mir nichts. Also ich habe echt keine Angst. Die Zeltwände müssen dringend abgespannt werden, damit es auch bei Regen trocken bleibt. Irgendwas stimmt noch nicht. Finde den Fehler. Was bringt uns auch nicht wirklich. Das Vorzelt lässt sich jetzt recht schlecht spannen, weil dieses Dachzelt jetzt oder auf diesen Anhänger so circa 10 bis 20 cm zu tief ist. Das muss eigentlich minimal höher sein, damit diese ganze Konstruktion halt sich gut optimal spannen lässt. Ja, hallo. 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 Ja. Hallo. Willkommen hier. Ja, ich bin die Nachbarin. Ich wohne da und ich habe mich das alles so angeguckt, wie das läuft. Das ist das schwierig lustig? Aufzubauen. Ja, das ist immer lustig. Ja, das ja, 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 dann immer geht was schief, ja. Oder dann klappt das nicht alles. Aber ich glaube, da ist doch schon gut gegangen. Hat oder? Gut geklappt, ja. Der Anhänger mit Dachzelt on top schindet Eindruck bei den Nachbarn. Können Sie mir auch eine bauen? Ja, das sind so ungefähr diese 20 Zentimeter. Die ja, ja, dann nimmt man einen Zentimeter unter eine Nähmaschine und dann wird das würde ich machen. Ja, das sieht toll aus. Da kann man auch off-road mitfahren und in Afrika war ich mal. Da kann man mit durch den Serengeti fahren. Ist schön hoch. Und schön klein, mal ja. Eben schnell an, mal auch nicht einen großen Unterstand. Ja, ja, ich finde das ganz toll. Mein Urteil ist 9. Ja, oh, super. Noch ein Stück drunter, weg. Ja, ja, dann ist 10. Dann erreichen wir die 10. Ja, super. Während Tino noch den richtigen Platz für den Grill sucht, steht schon der nächste Camper vor der Zelttür. Der Offroad-Anhänger lockt noch mehr internationale Gäste an. Steve kommt aus London und ist schwer beeindruckt. So einen Anhänger hat er auf seiner Europatour noch nie gesehen. It's a good idea. Auf Wiedersehen. Thanks, bye. Bye, bye, boys. Zeit fürs Abendessen. Tino ist gespannt, die gebrauchte Campingküche einzuweihen. Dazu besorgt er mit Tochter Samia Frischwasser. Wird alles auf Anhieb klappen? Oh, mach aus. Nicht okay. Richtig zu. Könnte besser laufen. Ja, wir brauchen morgen eine Gummidichtung, die fehlt hier. Ja, haben wir vorher nicht ausprobiert, ne? Ja, also so klappt's. Ja, nächstes Mal weiß man Bescheid, dass man es erstmal ausprobiert. Wieder was gelernt. Das Beste aus der Situation machen. Das ist die Devise bei den Gittels. Oh nein, oh nein. Camping heißt eben auch immer improvisieren. Man kann nicht Abstellmöglichkeiten genug haben, ne? Zum Abstellen. Da müssen wir noch einen kleinen Tisch oder sowas haben für den Grill. Der Grill. Endlich. Auf diesen Moment hat Tino den ganzen Tag gewartet. Er schwört auf Nackensteaks. Und während Mama und Papa kochen, bereitet Samia schon mal die Schlafsäcke im Dachzelt vor. Prost. 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 Richtig lecker. Ja, wie werden wir heute Nacht schlafen? Die erste Nacht? Erholsam. Erholsam, wird bestimmt ganz interessant. Vor allen Dingen ja, die Geräusche. Die Geräuschkulisse halt jetzt auf dem Campingplatz. Ja. Aber sonst, wir werden uns überraschen lassen. Da bringen wir jetzt die erste Nacht in unserem Zelt. Gute Nacht. Gute Nacht. Wir werden sehen, wie wir schlafen. Bis jetzt ist es ganz gemütlich. Der nächste Morgen. Ja, weiter geht's. Der Ärger über den defekten Wasserhahn ist zumindest bei Samia sichtlich verflogen. Wir haben sehr gut geschlafen.
Das Einzige war, die Matratze ist ein bisschen hart. Das hat mir ein bisschen, ja, war nicht so ganz so, aber da können wir uns noch eine Wolldecke drunter legen oder so. Kaffee kochen auf dem Zwei-Flammen-Gasherd gehört für Timo jetzt zum morgendlichen Campingritual. Schon was anderes als einfach den Knopf zu drücken und den fertigen Kaffee zu entnehmen. Das ist schon, ja, so stelle ich mir Camping vor. Beim Campen dürfen Brötchen nicht fehlen. 5 Stück kosten knapp 2,50 Euro im Camping-Supermarkt. Frühstück ist immer gut, dass das schön entspannt ist. Tino bekocht uns bzw. macht die Eier, den Kaffee. Also das ist schon richtig gemütlich. Doch, so habe ich es mir vorgestellt. Ja, sehr schön. Hey, guten Morgen. Guten Morgen. Gut geschlafen? Ja, sehr gut geschlafen. Ja, dankeschön. Ja, das stimmt. Die Gittels haben die erste Nacht auf dem Campingplatz verbracht. Gezahlt haben sie noch nicht. Nur, wie teuer ist eine Übernachtung für die Familie? Und wie wird ihr einzigartiger Campinganhänger abgerechnet? Hallo. Da ja unser Gespann, sag ich jetzt mal, doch ein bisschen außergewöhnlich ist, wie wird das jetzt abgerechnet? Wie sieht man das als Campingplatzbetreiber? Sie haben ja den Standplatz und Sie bezahlen jetzt für eine Übernachtung für den Platz 9 Euro. Mhm. Für eine Erwachsene ab 11 bezahlen Sie 5,25 Euro. Mhm. Und Ihre Tochter, die ist ja 9 Jahre alt, mhm, die bezahlt ja 4 Euro pro Übernachtung. Ah, okay. Also ihr unterscheidet da jetzt nicht, welche Aufbauweise das ist. Ihr rechnet das für den Platz quasi ab. Der holländische Hof gehört mit seinen 250 Stellplätzen zu den kleineren Campingplätzen. Hier dreht der Chef selbst seine Morgenrunde. Und wie war euer erste Nacht hier? Ja, super. Wir haben super geschlafen. Also ganz toll. Und der Platz ist ja auch wunderbar unter den Bäumen. Herrlich. Ja, mit dieser Temperatur ist er natürlich super, nicht? Jetzt, ja, das Wetter vom Feinsten. Hallo, morgen erstmal. Hallo, morgen. Ich habe da ein leichtes Problem. Habt ihr, kommen Sie am besten mal mit, ja, vielleicht. Kriegen wir vielleicht noch gelöst. Ja, ich brauche eine Gummidichtung. Die man hier haben wir genug. Mario Hermsen, der Platzbetreiber, hilft seinen Gästen, wo er kann. Mit einem Handgriff ist die neue Gummidichtung montiert. Bitte wird schon gerettet. Bitte schön. Ja, danke Urlaub schön. Urlaub gerettet. Jawohl, Astheim. Man hört ja schon mal, dass sich die Camper untereinander helfen. Und hat man ja auch hier gesehen und gemerkt, sind ja alle freundlich und hilfsbereit. Aber dass auch selbst der Besitzer, sage ich sich jetzt mal, so engagiert und den Campern oder seinen Gästen hier so unter die Arme greift, das finde ich super. Also hat man, glaube ich, auch nicht bei jedem Campingplatz. Die Sauerländer kennen nun den Platz und sie haben ihren Anhänger samt Dachzelt ausgiebig getestet. Jetzt möchten die Gittels die Region entdecken. Ihren Anhänger samt Zelt können sie auf der Parzelle lassen. Es geht nach Koche. Die Stadt an den Weinbergen ist nur wenige Autominuten von Senheim entfernt. Wahrzeichen Kochems ist die 900 Jahre alte Reichsburg, auf einem Plateau über der Stadt gelegen. Auch wenn immer weniger Winzer rund um Kochem ansässig sind, Weinstuben gibt es hier an jeder Ecke. Ja, ist lecker. Schmeckt sehr gut. Kochem hat zwar nur 5000 Einwohner, die Stadt ist bei Touristen aber äußerst beliebt. Jährlich werden hier über 400.000 Übernachtungen gezählt. Urlaub unter freiem Himmel. Das Fazit der Familie fällt gemischt aus. So ein Campingurlaub schweißt die Familie schon zusammen, könnte man so sagen. Ja, weil man ist ja, wie gesagt, aufeinander angewiesen. Es geht ja nur Hand in Hand und der eine muss dem anderen helfen. Und ja, doch, das nur so funktioniert es. Ich möchte auch jetzt nicht jedes Jahr und so. Also wenn vielleicht mal so ein Jahr und dann 2 Jahre Pause oder so. Mich musste halt ein bisschen überzeugen. Aber ich habe gesagt, man muss es ausprobieren und dann werde ich sehen. Und bis jetzt also gefällt es mir richtig gut. Ich muss wirklich sagen, hätte ich nicht gedacht vorher. Na dann steht dem nächsten Campingurlaub ja nichts mehr im Wege. Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt, wie machen Sie denn eigentlich Urlaub? Schreiben Sie das doch gerne mal in die Kommentare. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Abonnieren Sie unseren WDR-Reisekanal und ganz wichtig, aktivieren Sie die Glocke. Dann verpassen Sie keines unserer Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen.